Alles sucht gebührt Allah, den Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah rabbil alamin, wir freuen uns, liebe Geschwister, dass ihr hier zahlreich erschienen seid, und wir bitten euch, bi'idhnillah ta'ala, in der nächsten Dreiviertelstunde etwas Geduld zu zeigen, weil wir werden heute schon ein sehr, sehr wichtiges Thema besprechen, ein Thema, wo viele Leute irregegangen sind, weil sie nicht die Grundlagen des Islam dafür gelernt haben, und ein Thema, welches zu viel Streit unter den Muslimen geführt hat, bis zum Schluss ganze Gruppen auseinandergegangen sind, sich sogar getötet haben und viel Blut vergossen haben. All dieses aufgrund der Unwissenheit einiger Menschen, die dachten, dass sie etwas verstanden haben, aber bei Allah Azza wa Jal keine Weisheit und kein Wissen gehabt haben, so dass sie auch nicht mit diesem Thema umgehen konnten und zum Schluss einigen der Umma von dieser Umma, der gesegneten Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einen großen Schaden zugefügt haben. Deswegen die nächste Dreiviertelstunde, bi'idhnillah ta'ala, bitte ich euch, dass ihr euch mit mir konzentriert, damit wir dieses Thema yani zumindest so viel behandeln, dass wir einen äußerlichen Eindruck haben, wie man mit diesem Thema umgehen muss. Und das große Wissen ist immer bei den Gelehrten. Zu diesen Leuten muss man immer zurückkehren. Das Thema an euch, liebe Geschwister, heute: Wie gehe ich mit Leuten um, die einen Fehler in unserer Religion machen, sogar einen gravierenden Fehler? Und dieser gravierende Fehler kann bis zum Kufr oder bis zum Schirk reichen. Und wie ihr alle wisst, hat unsere Religion, diese wunderbare Religion des Islam, uns natürlich einen Rahmen geschaffen, wie wir unsere Religion verstehen. Es gibt Dinge, die sind sehr gefährlich in dieser Religion. Diesen darf ein Muslim sich nicht einmal annähernd nähern, will er ein Muslim bleiben. Das ist die rote Linie Al-Khattul Ahmar. Diese rote Linie darf keiner überschreiten. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Und diese sind die Grenzen Allahs, darum kommt ihnen nicht einmal zu nah. Und diese Grenzen, über die wollen wir heute bi'idhnillah as-Sami' al-Alim sprechen. Wir hören erstmal ein Hadith, liebe Geschwister, an Abi Huraira radiyallahu anhu wa Allah. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه warum heißt der أبو هريرة؟ Wer sagt mir das? نعم Katzen aufgezogen. Er hat Katzen sehr, sehr geliebt. Und deswegen hat er diese Kunya bekommen. أبو هريرة, Katze im Arabischen ist nicht Bisse. Ja? Bisse, das ist so umgangssprachlich. Ja? Bei uns, die Palästinenser, sagen Bisse. Also was ist Bisse? Er sagt Katze, aber Katze, Hochsprache, ist nicht Bisse. Was ist Hochsprache Katze? Na? Herra. Au? Au? Tritpa. Na, Tritpa. Das sind die hocharabischen Begriffe. Aber heutzutage, wer kann noch hocharabisch? Ich möge Allah so schön uns diese Sprache beibringen. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, qala rajulun لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه وذروه نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. Es gab in der damaligen Zeit, so berichtet der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ein Mann. Dieser Mann hat nie etwas Gutes in seinem Leben getan. Nichts. Und dieser Mann sagte einmal als Wasir, als Erbe an seine Kinder, wenn ich sterbe, und die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, wenn ich sterbe, so verbrennt mich, so verbrennt mich und streut ein Teil von dem Verbrannten, das heißt von meiner Asche, über das Land, وَنِسْفَهُ فِي الْبَحْرِ, und ein Teil über das Meer. Bei Allah, wenn Allah in der Lage ist, mich so zurückzubringen, wie ich ursprünglich existiert habe, so wird er mich mit einer Strafe bestrafen, wie er nie zuvor jemanden überhaupt von der gesamten Menschheit bestraft hat. Lasst uns hören, ob Allah in der Lage ist,
eine verstreute Leiche, die nur aus Asche besteht, wieder zusammenzuführen. فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِمَا فَعَلْتْ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكْ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ. Allahu Akbar. So hat Allah Azza wa Jal dem Meer befohlen, die Asche von diesem Mann, der befohlen hat, dass seine Leiche verbrannt wird und ein Teil über dem Meer verstreut wird oder im Meer verstreut wird und ein Teil über dem Land. Allah hat dem Meer befohlen, füge seine Asche wieder zusammen. Und Allah hat dem Land befohlen, füge seine Asche wieder zusammen. So stand er vor Allah, Allah, wie er ursprünglich existiert hat. Und dann fragte Allah Azza wa Jal ihn, was hat dich dazu bewegt, dieses zu tun? Bei uns ist es verboten, liebe Geschwister, dass eine Leiche was verbrannt wird. Weder ein Käfer noch ein Muslim, beide nicht. Auch wenn ein Käfer, zum Beispiel du lebst hier in diesem Land, und es wird dir gesagt, wir müssen diese Leiche verbrennen, wenn du es verhindern kannst, selbst bei einem Käfer, so tu das. Warum? Weil das ist verboten nach unserer Religion, dass eine Leiche verbrannt wird. Aber nicht, dass du jetzt zu diesem, wie heißt das, Krematorium, da wo die Leichen verbrannt werden, hingehst und sagst, wartet mal, ich habe noch was zu sagen. Wenn du es schaffen kannst, dass eine Leiche nicht verbrannt wird, sei er Muslim oder Käfer, dann verhindere das. Denn das ist eine Widersetzlichkeit in unserer Religion. Allah fragte diese Person, die er wieder zusammengefügt hat, was hat dich, oh mein Diener, dazu bewegt, dieses zu tun? Schaut, wie die Antwort war von diesem Mann, subhanallah. Er sagte, aus Furcht vor dir, und du weißt es am besten, ja Allah, so hat Allah ihm vergeben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah hat ihm was? Vergeben. Jetzt sagt der ein oder andere, Abul Bara, kann sein, dass wir nicht auf derselben Wellenlänge sind. Natürlich hat er ihn vergeben. Warum sollte er ihn nicht vergeben? Lasst uns hören, warum er eigentlich Allah Azza wa Jalla diesen Mann hätte normalerweise bestraft. Und wir haben Regeln in der Religion. Dieser Mann sagte erstmal, wenn Allah in der Lage ist, mich zurückzubringen. Wenn jemand sowas sagt, was ist das Urteil über ihn? Das ist großer Kufr, das heißt großer Unglaube. Warum? Wer nur, hört zu, nicht das ablehnt, wer nur daran zweifelt, dass Allah nicht in der Lage zu allem ist, der ist ein Käfer mit Ijma' aller Gelehrten. Einer sagt zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, ob Allah unsere Körper zurückbringen wird, Yawm al-Qiyamah. Ich bin mir nicht sicher, ob Allah uns versammeln wird, Yawm al-Qiyamah. Dieser ist großer Kufr. Kufru, wie nennen wir das im Arabischen? Ashak. Dass jemand nur daran zweifelt. Dieser reicht, dass du dich damit normalerweise aus der Religion beförderst. Warum? Wir haben Regeln in der Religion, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, das muss ein jeder Muslim wissen, innahu ala kulli shay'in qadir. Er ist zu allem in der Lage. Wenn ich dich frage als Muslim, und du hast vielleicht nicht einmal viel Wissen über den Islam, kann Allah alles tun? Was ist deine Antwort als Muslim? Ja. Ja. Gibt es etwas, was Allah schwerfällt? Ja oder nein? Niemals. Für Allah gibt es nichts, was unmöglich ist. Für uns Menschen allerdings doch. Richtig? Für uns ist es schwer, bestimmte Dinge auszuführen. Für Allah überhaupt nicht. Frage an euch. Wenn du als Muslim verinnerlichst, dass Allah zu allem in der Lage ist. Was für eine schöne Beziehung hast du zu deinem Herrn Allah Azza wa Jalla, weil du weißt, er kann tun, was er will und niemand kann sich von seinem Gesetz, vom Gesetz Allahs Azza wa Jalla Subhana isolieren, dass er denkt, er könnte etwas tun, ohne dass Allah über ihn seine wahre Macht ausbreiten könnte.
Und das ist etwas Schönes. Wir Muslime leben gerade in einer Situation, wo wir sehr geprüft werden. Und ihr seht, dass in fast jedem muslimischen Land die Feinde Allahs walten, um die Muslime zu bekämpfen. Das ist die Wahrheit, die bittere Wahrheit. Aber wir wissen als Muslime, dieses ist nur ein Ergebnis davon, dass wir Muslime was vernachlässigt haben? Unsere Religion. Und wir verinnerlichen, wenn wir unsere Religion wieder anfangen zu praktizieren, wie es Allah gefällt, wie es was? Allah gefällt. So ist Allah in der Lage, uns in nicht mal einer Millisekunde zu helfen. Verinnerlicht ihr das an? Seid ihr euch hundertprozentig sicher? Das heißt, wann kommt der Sieg? Hä? Wann kommt der Sieg? Wenn wir? Na? Wenn wir wieder zu unserer Religion zurückkehren. Das ist die einzige Antwort. Sobald wir zu unserer Religion zurückkehren, du wirst nicht mal mit der Wimper zucken können, Allah hat uns den Sieg herbeigebracht. Wallahi al-Azim, er ist in der Lage dazu. Innahu ala kulli shay'in qadir. Wahrlich, Allah besitzt zu allem die Macht. Ein Muslim darf niemals denken, dass es etwas gibt, was für Allah schwer wäre. Nicht einmal nicht umzusetzen wäre, sondern nur schwer wäre. Inna dhalika ala Allahi yasir. Und wahrlich, dieses ist für Allah ein leichtes. Und wenn wir lesen, dieses ist für Allah ein leichtes, heißt das per Analogieschluss, dass es für Allah etwas Schweres gibt? Antwort? Niemals. Deswegen aufpassen, liebe Geschwister. Dieses ist für Allah ein leichtes. Alles ist für Allah leicht. Subhanahu wa ta'ala. Auch wenn es aus unserer Sicht sehr, sehr schwer aussieht. Was war mit diesem Mann? Er dachte, dass seine Leiche verbrannt wird und dass seine Asche verstreut wird. Warum? Warum, liebe Geschwister? Warum wollte er, dass seine Leiche verbrannt wird und seine Asche überall verstreut wird? Na? Weil er Angst vor der Strafe hat. Er hatte Angst vor der Strafe. Jetzt haben wir auf der einen Seite einen Fehler von diesem Mann entdeckt. Welcher Fehler? Er hat Zweifel gehabt an der Macht Allahs. Auf der anderen Seite, er wusste, wenn Allah ihn zurückbringen kann, dann wird er ihn bestrafen, wie er noch nie zuvor jemanden bestrafen kann. Das heißt, was schreiben wir auf seiner positiven Liste? Er hatte Furcht vor Allah Azza wa Jalla. Jetzt kommt noch ein Punkt auf seiner negativen Liste. Nicht nur, dass er Zweifel hatte an der Macht Allahs Azza wa Jalla. An was hat er noch Zweifel gehabt? Ob er es schaffen könnte. Was hat er noch Zweifel gehabt? Ob er es schaffen könnte, ihn zusammenzuführen. Dass Allah ihn wieder so zusammenführt, wie er ursprünglich bestanden hat. Auch dieses ist für Allah ein leichtes. Alles zwischen Himmel und Erde gehorcht Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, dieser Mann dachte, wenn er seine Leiche verbrennt, ist er ja keine Seele und kein Körper mehr. Demzufolge kann er auch nicht bestraft werden. Jay. Es gibt Leute, die fragen dich heute, wenn jemand im Meer ertrinkt, kriegt er dann trotzdem die Strafe im Grab? Was sagt ihr als Experten aus Berlin? Kriegt er die Strafe im Grab? Wie kriegt er die Strafe im Grab? Er ist so im Meer gestorben. Innahu ala kulli shay'in qadir. Allah wird ihn ein Grab machen. Wie? Allahu a'lam. Jeder bekommt ein Grab. Auch wenn er nicht im Grab hereingelegt wurde. Jeder bekommt das. Denn die drei gewaltigsten, wichtigsten Fragen in deinem Leben, wer war dein Herr? Was war deine Religion? Und wer war dein Prophet? Jeder bekommt diese Fragen gestellt. Jeder. Und darauf gilt es, sich vorzubereiten. Dass du dich nicht wie eine Prüfung, wie eine Klausur darauf vorbereitest. Nein, bei einer Klausur, selbst wenn du durchfällst, was passiert großartig? Du wirst Hartz IV-Empfänger. Und bist manchmal trotzdem reicher als einer, der studiert hat. Dieser Mann hat gezweifelt an der Macht Allahs, an der Fähigkeit Allahs, dass er ihn zurückbringen kann. Also fragte Allah Azza wa Jalla ihn, was hat dich dazu bewegt, oh mein Diener? Er sagte, die Furcht vor dir, ja Allah. Schaut mal, subhanallah, diese Person, wie wir am Anfang gelernt haben, gehört haben von diesem Hadith, hat noch nie zuvor was Gutes getan.
Wir wollen ein paar Grundlagen lernen in der Liebe. Eine Frage an euch. Eine Person hat noch nie zuvor etwas Gutes getan. Frage. Was meint, er hat noch nie zuvor etwas Gutes getan? Was meint das? Was heißt, er hat noch nie zuvor etwas Gutes getan? Und ich mache immer die Unterrichte so, dass wir zusammenarbeiten, damit ihr mir nicht wegschläft in Scharlatan. Ich will, dass ihr wach bleibt. Nein. Keine guten Taten gemacht. Das heißt, sehr gut, er hat nie zuvor gute Taten von den äußerlichen Taten gemacht. Aber eine Frage. Hat er den Islam angenommen? Ja oder nein? Okay. Wer nicht den Islam annimmt, kann er überhaupt in das Paradies kommen? Nein. Sind wir uns darüber alle einig? Alle? Nein. Eine Person, der nicht den Islam annimmt, wird niemals das Paradies betreten. Inna Allah harrama al-Jannah ala man ala al-Kafirin. Allah hat das Paradies verboten für einen jeden Kafir. Die Sache ist klar, mit Ijma' der Gelehrten. Aber zweitens, eine Person, er ist jemand, der den Islam angenommen hat und er sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Frage, hat er jetzt wirklich keine einzige Tat gemacht? Frage an mich. Allah weiß am besten. Hat er jetzt keine einzige Tat gemacht? Nein. Er hat sogar die beste Tat gemacht in der Islam. Was ist das für eine Tat? Das ist eine innerliche Tat oder... Das ist eine Tat des Herzens. Es gibt nicht nur Taten des Körpers, wie Gebet, wie Fasten, wie Zakat, sondern es gibt auch Taten des Herzens. Eine Tat des Herzens ist, dass du an Allah Azza wa Jal wahrhaftig mit Aufrichtigkeit glaubst. Warum sagen wir wahrhaftig mit Aufrichtigkeit? Weil auch die Heuchler bezeugen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tayyib. Jetzt haben wir festgestellt, diese Leute haben eine Tat gehabt. Das heißt, sie haben bestätigt, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah und Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der Gesandte. Jetzt kommt ein weiteres Problem. Aber inshallah, ich bin guter Dinge, dass ihr das leicht lösen könnt, weil ihr, alhamdulillah, euch bis jetzt sehr gut konzentriert habt. Möge Allah azza wa jalla euren Verstand so stark machen, dass ihr in einem Jahr den Koran auswendig lernt. Sagt Amin. Dazu müsst ihr auch euch bewegen. Nicht, dass ihr einfach sagt Amin und dann träumt ihr wann. Sondern du musst dich auch dazu bewegen. Na, heißt das jetzt, wenn eine Person im Herzen verinnerlicht hat, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dass wir sagen, er braucht jetzt nichts mehr zu tun und er ist durch? Ja oder nein? Ich sehe, es gibt Ikhtilaf. Wer sagt ja? Wer sagt, dieser Mann ist durch, wenn er sagt, La ilaha illallah, aufrichtig, wahrhaftig, Muhammad Rasulullah, und er sagt, ich will keine Taten machen. Wer sagt, diese Person kommt trotzdem durch und wird erfolgreich sein? Subhanallah, warum seid ihr so streng? Seid ihr keine Murji'a? Taib. Wer sagt, auch wenn er La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gesagt hat, jetzt gilt es, das zu übersetzen, was er überhaupt als Glaubensbekenntnis gesagt hat? Wer von euch? Alhamdulillah. Somit habt ihr den richtigen Iman verstanden von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wie Al-Shafi'i rahimullah ta'ala sagte, es gibt ein Ijma' der Sahaba und der Tabi'in und der Tabi'in, dass alle gesagt haben, der Glaube besteht aus drei Komponenten, sprechen mit der Zunge, das Verinnerlichen im Herzen. Und das Umsetzen mit den Taten. Al-Bukhari, rahimullah ta'ala, sagte, ich traf über 1000 Gelehrte. Wusste Al-Bukhari, wer ein Gelehrter ist? Was heißt, über 1000 Gelehrte habe ich getroffen? In Medina, in Mekka, in Irak, in Misr und in allen Teilen. Alle haben den Iman, den Glauben so definiert.
Keiner hat etwas anderes gesagt. Diese drei Komponenten müssen zusammenwirken. Du darfst sie nicht voneinander was trennen. Katastrophe. Und so gibt es eine Sekte, liebe Geschwister, die heißen Al-Murji'a, die sagen, und es gibt unter ihnen verschiedene Gruppierungen, die schlimmste Gruppierung unter ihnen sagt, Ma'rifatullah, dass man Allah Azzawajal kennt, das reicht aus. Dass man Allah Azzawajal kennt, das reicht aus. Dann sagen wir ihnen, auch Abu Jahl und Abu Lahab waren Muslime. Haben sie an Allah geglaubt, ja oder nein? Haben sie Allah bestätigt? وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ Allah. Und wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen, so werden sie sagen, gewiss, es war Allah. Wer hat das bestätigt? Die Mushrikin, die Götzendiener in Mekka. Obwohl sie Götzen angebetet haben, wenn sie gefragt wurden, wer die Himmel und die Erden erschaffen hat, so sagten sie, Allah. Wenn sie gefragt wurden, wer hat sie überhaupt erschaffen, so sagten sie, Allah. Diese Götzendiener damals waren besser als die Kuffar in dieser heutigen Zeit. Die sagen ja, wir haben irgendwie Ähnlichkeiten mit dem Affen. Und bei manchen, wenn du sie anschaust, wallahi al-azim, dann zweifelst du. Ja? Möge Allah so uns bewahren. Und wenn du diese Leute gefragt hast, die Leute von Mekka, wer gibt Leben und wer lässt sterben, dann sagen sie Allah. Wenn du sie gefragt hast, wer regelt alle Angelegenheiten zwischen Himmel und Erde, so sagen sie gewiss Allah. Wen haben sie daraufhin angebetet? Ihre Götzen. Und sie haben sogar ihren Götzen Namen gegeben, die abgeleitet waren von dem Namen Allahs. Sie haben ihre Götzen wie genannt? Al-Lat. Al-Lat ist abgeleitet von Allah. Oder wie haben sie anders genannt? Na? Al-Uzza. Abgeleitet von? Aziz. Subhanallah. Weil er glaubt mir, wenn man keinen Verstand hat, anstatt denjenigen anzubeten, der alles erschaffen hat, beten sie wen an? Denjenigen, der nichts erschaffen hat. Und somit haben sie den Beweis gegen sich gebracht, liebe Geschwister. Das ist der Iman nach Ahlus Sunnah wal Jama'a. Manche dieser Murji'a sagten, es reicht aus, Allah nur zu kennen. Und die Besten unter ihnen sagten, das sagt man mit der Zunge und verinnerlicht das im Herzen. Was ist mit den Taten bei ihnen? Spielt keine Rolle. Die sagen, der Iman ist immer konstant. Was sagen Ahlus Sunnah wal Jama'a? Der Iman steigt mit? Mit was? Ja, wie fühlt ihr euch, nachdem ihr ein Gebet verrichtet habt? Hä? Gut oder? Natürlich. Er steigt mit guten Taten, der Iman, und er sinkt mit schlechten Taten. Das bedeutet, dieser Iman variiert, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hamdallah und Abu Bakr radiallahu anhu mal gesagt hat, sa'a wa sa'a, in einem Teil seid ihr gut drauf, das heißt, in einem Teil ist euer Iman stark und in einem anderen ist er schwach. Und jeder von uns kennt das. Manchmal, subhanallah, hast du nur ein wenig Zeit bis zur Moschee und trotzdem gehst du hin, weil dein Iman stark ist und du willst unbedingt das Gebet in der Jama'a schaffen. Manchmal hast du eine Stunde Zeit und du kommst nicht hoch aus deinem Bett oder aus deinem Fernsehsessel. Du sagst, ach, gerade ist es so gemütlich, ich gucke gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wallahi, wenn du das guckst, wirst du später nur schlechte Zeiten haben. Möge Allah uns bewahren. Das ist so. Der Iman, er steigt und er sinkt. Manchmal hast du Lust, subhanallah, die ganze Welt zum Islam zu rufen. An einem anderen Tag hast du nicht einmal Lust zu bereuen für eine Sünde, die du gemacht hast. So ist der Iman. Manchmal weinst du Tränen, weil du weißt, wie dein Zustand sein wird, Yawmul Qiyamah. An einem anderen Tag sagst du, heute will ich die Sünde machen, komme, was kommt. Möge Allah Azzawajal uns vergeben. Aber so ist der Mensch. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا Allah sagt, und der Mensch ist wahrlich schwach erschaffen worden. طيب. Diese Leute, die Murji'a sind, haben gesagt, es gibt keine Taten für uns. Das heißt, die Taten waren für uns letztendlich was? Nicht wirklich maßgeblich. Der Iman bleibt sowieso immer gleich. Ob du das machst oder das machst, der Iman bleibt immer gleich. Wäre schön, ne? Wäre schön. Und die andere irregehende Gruppierung, die Khawarij, haben gesagt, der Iman, wenn man nur eine große Sünde, das ist nur ein Charakteristikum von den Khawarij. Sie haben viele Aussagen, über 40, und es gibt viele Gruppierungen unter ihnen, auch die Geschwister.
Sie sagten, wer eine große Sünde macht, pssst, sein Iman fliegt davon. Sein Iman, was? Fliegt davon. Und die sind falsch. Und die sind falsch. Warum? Weil sie Beweistexte falsch verstanden haben. Und deswegen sagen wir immer den Geschwistern, es reicht nicht, dass du selber im Koran liest und dass du selber islamische Bücher liest. Nein, du brauchst einen Lehrer, der dir was gibt? Die Schlüssel des Verständnisses. Wenn du diese Schlüssel nicht hast, so wirst du viele Sachen falsch verstehen. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, in bestimmten Zeiten zu beten. Welche Zeiten? Wann darf man nicht beten? Ja, nach dem Sonnenaufgang, oder? Oder wann? Na. Du darfst zur Zeit vom Sonnenaufgang nicht kein Gebet machen. Und auch zum Zeitpunkt vom Sonnenuntergang. Jetzt manche Leute rufen uns an und sagen, ja, ich habe dann mein Gebet nachgeholt, aber nicht zu dieser Zeit, weil in dieser Zeit ist es verboten, die Gebete nachzuholen. Welche Gebete sind verboten, in dieser Zeit zu verrichten? Die Freiwilligen, das gilt doch nicht für ein Pflichtgebet, welches du versäumt hast, verschlafen hast oder vergessen hast. Schaut mal, wie leicht, das war nur ein leichtes Beispiel, was ich euch genannt habe. So kannst du, wenn du selbst Recherche machst, auf ein total falsches Verständnis stoßen und zum Schluss sagst du den Leuten noch deine Meinung. Und subhanallah, gestern haben wir das auch gehört. Es gibt Leute, die haben wirklich, also bis zu dieser Stufe, aber der Chef hat uns das gesagt, hätte ich niemals gedacht, weil eigentlich ein Araber ein Mindestverständnis von der arabischen Sprache hat, dass die 7 Leute, Yawmul Qiyamah, die sich, unter dem Schatten des Thrones von Allah Azzawajal sein werden, eine Gruppe davon ist, die sich für Allah, was? Geliebt haben und für Allah auseinandergegangen sind. Was hat er verstanden, für Allah auseinandergegangen? Die haben sich gestritten und sind auseinandergegangen. Subhan al-Malik. Subhan al-Malik. Das ist das Problem. Dass wenn du niemanden hast, der dir die Religion erklärt, dann kannst du ganz schnell wegschlittern. Wir wollen aber weiter über diesen Hadith reden. Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala sagte, ich dachte immer wieder an diesen Hadith, denn dieser Mann hatte Zweifel an der Macht Allahs und seiner eigenen Wiederauferstehung, wenn er vom Wind zerstreut worden wäre. Er war sich gewiss, dass er nicht zurückgebracht werden würde. Das aber ist nach übereinstimmender Meinung der Muslime Kufr, unglaublich. Er aber war unwissend und besaß kein Wissen darüber und er war auch gläubig und fürchtete Allah, dass Allah ihn bestrafen würde. Darum vergab ihm Allah. Er war was? Gläubig. Es gibt Leute, die dir sagen, wenn eine Person etwas vom Kufr, ja, großen Kufr gemacht hat, dann ist er in jedem Fall was? Ein Kerl. Dann ist er in jedem Fall ein Kerl. Was hat dieser Mann gemacht? Hat er einer Frau hinterhergeschaut oder hat er großen Kufr gemacht? Er hat nicht nur einen großen Kufr gemacht, wir haben gesagt sogar 2. Wir haben doch die Liste aufgeführt. Was sagte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Im Übrigen, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimullah ta'ala, war ein Gelehrter von Ahlus Sunnah. Die Khawarij, die sich ihm zuschreiben und sagen, das ist unser Gelehrter, wallahi wüsste er, was er über sie geschrieben hat, aber weil sie keine Ahnung haben, so würden sie nichts mehr von ihm nehmen. Weil er hat sie so klar benannt in seinen Büchern. Möge Allah ihnen das höchste Paradies eingehen lassen. Sheikh al-Islam, er sagte, dieser Mann, er hat etwas getan, was mit Ijma' Kufr ist, Unglaube. Und trotzdem hat Allah ihm vergeben. Weil wer vergibt? Die Menschen oder Allah? Nur Allah. Was lernen wir aus diesem Hadith? Aus diesem Hadith lernen wir, Urteile nicht zu stellen. Denn eine Person könnte tatsächlich etwas aus Unwissenheit machen,
Und dann fällt er damit aus dem Islam heraus. Das stimmt. Aber einer könnte etwas Falsches machen, was wir ebenfalls großen Unglauben nennen, und trotzdem bleibt er ein Muslim und dieser wird korrigiert und er kehrt wieder zur Wahrheit zurück. So ist die Angelegenheit. Wer diskutiert über solche Themen? Leute, die gestern noch die Windel anhatten und heute uns erzählen wollen, wer Muslim ist und wer nicht. Natürlich, liebe Geschwister, wir haben Regeln. Diese Regeln darf keiner durchbrechen. Wenn ein Mensch sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, jetzt zum Beispiel, Adam kommt uns besuchen, er sagt, ich weiß nichts vom Islam, und wir gucken ihn alle an, wir sagen, der ist bestimmt nur hereingekommen, damit er den Islam vor uns bekundet, und dann will er uns alle um eine Sadaqa bitten. Deswegen hat er bestimmt den Islam angenommen. So kommt Adam herein, er guckt schon so, wer sieht nach Geld aus, und dann sagen wir ihm, sagt die Shahada, er sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Was ist Adam jetzt für uns? Ein Muslim. Ein Muslim. Aber wir haben ein Kribbeln im Herzen. Allahu a'lam. Vielleicht will er uns immer noch um Sadaqa bitten. Er wartet nur auf eine günstige Gelegenheit. Ist er ein Muslim für uns, ja oder nein? Warum? Weil wir mit Gewissheit diese Bestätigung gesehen haben. Das reicht. Für uns ist Gewissheit, er hat den Islam angenommen, Khalas, er ist ein Muslim. Eine Person kommt rein, während wir hier alle sitzen. Der ist ein Heuchler, aber niemand von uns kennt ihn. Er sagt uns, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya ahibba. Und er ist ein Heuchler. Und keiner von uns kennt ihn. Was sagen wir ihm? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya kalb ibn al-kalb, ya munafiq. Wir wissen nicht, dass er Munafiq ist. Wir wissen nicht, dass er Heuchler ist. Aber wir entgegnen ihm mit was auch? Mit dem Salam. Warum? Weil wir wissen nicht, wer er ist. Und deswegen sagt der Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, selbst wenn jemand begraben wird und man kannte nicht seinen Zustand, man wusste nur allgemein, der hat das Gebet verrichtet, der hat etwas getan, dann begraben wir ihn und machen auf ihn das Bittgebet. Aber wenn dieser ein Heuchler war, wird ihm das etwas nützen? Nichts. Aber so ist unsere Religion. Alhamdulillah, wir handeln nach was? Nach dem Äußeren. Deswegen diesen Munafiq haben wir auch den Salam gegeben, weil wir wissen nicht, wir können nicht in seinem Herzen reinschauen. Und es ist auch überhaupt nicht unsere Aufgabe. Denn stellt euch vor, das wäre unsere Aufgabe. Wallahi, wir hätten bei jedem Schack. Hamza? Der sitzt schon komisch. Abu Bilal? Allahu Akbar. Muhammad? Sein Lachen ist immer so zwiespalt. Dann, wie lebst du? Ja? Du wirst durchdrehen innerhalb von Minuten. Aber so, Alhamdulillah, jeder ist Muslim hier, Alhamdulillah, auch wenn er vom Verfassungsschutz hier sitzt. Für uns sieht er aus wie ein Muslim. Wir wissen es nicht. Solange wir es nicht wissen, gilt für uns die allgemeine Regel. Du brauchst auch nicht, wenn du in eine Moschee reinkommst, dann einen Zettel rauszusuchen und dann sagen, ja Imam, bevor ich hinter dir bete, erstmal 10 Fragen zur Aqida. So etwas gibt es nicht in unserer Religion. Und manche machen das, Wallah al-Azim, die machen das. Der kommt rein in eine Moschee, der sagt, ich hätte da mal ein paar Fragen. Als ob er ein Rechtsanwalt ist. Weder Richter noch Rechtsanwalt, aber er hat ein paar Fragen. Dieses, liebe Geschwister, gibt es nicht in unserer Religion. Nein, weil wir im Allgemeinen von dem was ausgehen, Schlechten oder Guten? Von dem Guten, bis sich für uns was? Hä? Das Gegenteil erwiesen hat. Eine Person war gläubig, obwohl er großen Kuffer gehabt hat. Geht das? Ja, wenn diese Person was war? Hä? Ein Jahil. Abul Bara, ich möchte dich richtig verstehen. Ist jeder ein Jahil? Haben wir das gesagt? Haben wir das gesagt? Diese Person hier könnte wo gelebt haben? In einem Gebiet, wo es kein Wissen über den Islam gab. Wollen wir Mekka vergleichen mit Afrika? Was sagt ihr? In Mekka, wenn wir Masjid al-Haram, möge Allah azzawajal diese großartige Stätte schützen und möge Allah azzawajal dieses Land vor allen Ungerechten schützen, möge Allah azzawajal die Ungerechten vernichten in der Dunya und in der Akhira, möge Allah azzawajal unsere Gelehrten aus dem Gefängnis herausbringen.
Einer wohnt in Mekka. Er hört den Adhan, er hört das Gebet, er hört die Sitzung der Gelehrten. Kann er uns sagen, er hat nie etwas vorher über den Tauhid gehört? Ja oder nein? Ha? Redet mit mir. Nein. Warum? Da wird ständig der Koran rezitiert. Das heißt, er hört ihn ständig. Nein. Aber einer wohnt jetzt in Tansania. Wo kommt Mutawakkil? Tansania? Nee, wo war er? Benin. Benin. Ist ja wie Schwerin, aber nur Benin. Nein. Einer wohnt dort. Jetzt die Frage. Ist dort Mekka? Hm? Hat er dort dieselbe Dauer wie in Mekka? Antwort nein. Das heißt, vom Verstand her, können wir beide miteinander vergleichen? Nein. Und deswegen, liebe Geschwister, merkt euch eine Sache. Derjenige, der weiß, ist nicht wie derjenige, der nicht weiß. Nochmal, derjenige, der weiß, ist nicht wie derjenige, der nicht weiß. Diese Person, über die wir gerade den Hadith gehört haben, er hat an der Macht von Allah Azza wa Jalla gezweifelt. Ist er damit ein Kafir geworden? Ja oder nein? Über die Person, die wir gerade im Hadith gehört haben. Nein. Nein, Allah hat ihm sogar vergeben, weil er was? Ein Unwissender war. Aber jetzt. Wer sieht besonders intelligent aus von euch? Wer sieht intelligent aus? Wie ist dein Name? Ach, dich kenne ich doch. Ja? Okay. Edwin. Wenn ich dich frage, ist Allah zu allem in der Lage? Was sagst du? Wenn ich dich frage, wer daran zweifelt, was ist er, Muslim oder Kafir? Kafir. Kafir. Jetzt Ethnik weiß das. Wenn er jetzt an der Macht Allahs zweifelt, was ist mit Ethnik? Hä? Was ist mit ihm geworden? Er ist Kafir ohne Zweifel. Warum? Was war der Unterschied zwischen Ethnik und dem Mann im Hadith? Na? Bitte? Das Wissen darüber. Das Wissen über eine Sache. Eine Person weiß, dass er Allah subhanahu wa ta'ala anbeten muss oder weiß, dass er Allah azza wa jalla bestätigen muss und den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, aber es ist allgemein nicht viel Wissen zu ihm gekommen. Das heißt, viele Dinge kennt er nicht vom Islam. Ich meine, ganz im Ernst, diese Leute, die heute übertrieben haben mit dem Takfir, was denken die? Wenn jemand den Islam annimmt, dann geben wir ihm Aqidah al-Tahawiyya, Aqidah Al-Wasitiya, Aqidah, Aqidah, Aqidah. Denkt ihr, macht das jemand? Nein. Warum nicht? Der ist gar nicht in der Lage. Sondern allgemein versteht er, okay, niemand darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden, außer Allah. Und Muhammad s.a.w. ist der Gesandte Allahs. Hört sogar, was Aisha radiyallahu anha sagte, und sie war die Frau von wem? Von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ يَعْلَمُ اللَّهُ قَالَ نَعْ Habt ihr das gehört? Aisha sagte zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسِ يَعْلَمُ اللَّهُ قَالَ نَعْ Sie sagte, wenn die Leute etwas verstecken, verbergen vor Allah, weiß Allah dann trotzdem darüber Bescheid. So sagte er, Rasulullah, hä? Du Kafirah? Nee, warum? Weil er war nicht von den Khawarij. Sondern er sagte zu ihr, Allah weiß darüber Bescheid. Subhanallah. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagt, das ist Aisha, die Mutter der Gläubigen. Sie fragte den Propheten, weiß Allah alles, was die Menschen verbergen? Und der Prophet antwortete, ja. Das weiß daraufhin, ist ein Beweis dafür, sagt er, dass sie dieses nicht zuvor gewusst hat. Und sie war, bevor sie dieses gewusst hat, sie war unwissend bezüglich Allahs Wissen, dass er subhanahu wa ta'ala alles weiß, was ein Mensch versteckt, verbirgt. Und sie war davor keine Ungläubige, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie nicht so genannt. Halas. Das war Aisha radiallahu anha. Sie wohnte, sie lebte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber heutzutage bei manchen Leuten, jeder hat die Hujja schon bekommen. Jeder hat schon die Botschaft bekommen. Ja, was denkst du, wo wir hier sind in Deutschland? Denkst du, wir sind in Mekka? Ja, man kann doch hier die Gelehrten fragen. Welche Gelehrten? Ja, aber es gibt doch Schuyuch hier. Denkst du, jeder kennt uns? Ich meine nicht damit, dass ich ein Schäfer bin. Ich meine, denkst du, jemand kennt uns, der uns fragt, die Prediger, was ist los? Denkt ihr wirklich, dass das so ist?
Also wenn ich auf der Straße laufe, dann laufen die Leute nicht über mich her und sagen mir, du bist doch der und der. Manchmal ja, manchmal auch nicht. Aber was will ich euch damit sagen? Kennt uns die Masse oder nur die wenigsten? Alhamdulillah, ihr kennt uns das Recht. Alhamdulillah. Das heißt, liebe Geschwister, in Deutschland gibt es Jahiliyyah oder nein? Wallahi, guck mal, du gehst zu einem Muslim, letztens zum Beispiel, oder ist ein bisschen her, ich bin in die Bäckerei gegangen und wollte Brötchen holen. Und die Frau, die dort arbeitet, die sagt mir, hallo, kennt ihr, ne? Hallo, Türke. Habe ich ihr gesagt, hallo? Und dann hat sie mir die Brötchen gegeben, da habe ich gesagt, bitte eine Frage noch. Sind Sie Muslime? Weil das kann man nicht immer wissen. Es gibt auch Türkinnen, die sind was? Aleviten oder Auzubillah. Möge Allah uns bewahren. Wir sind keine Muslime. Weder Aleviten noch Jesiden noch diese BKK-Opfer, BKK heißt Krankenkasse, ja, weil manche müssen wirklich zur Krankenkasse. Möge Allah uns bewahren. So, jetzt die Sache. Ich sagte zu ihr, bist du Muslime? Sie sagte, Alhamdulillah. Ich sagte zu ihr, warum sagst du mir dann Hallo? Sag mir Assalamu alaikum. Sie sagte, Assalamu alaikum. Da habe ich zwei, drei Sachen ihr gesagt, dann bin ich rausgegangen, ich sagte Assalamu alaikum. Tschüss! Billahi alaikum. Sollen wir dieser Frau etwas anlasten? Sagt es mir. Die weiß doch so gut wie gar nichts über ihre Religion. Die sind hier geboren, die sind hergekommen, ihr wisst genau. Die Deutschen wollten nicht ihre eigenen Toiletten sauber machen, also haben sie Gastarbeiter geholt. Und diese Gastarbeiter dürfen jetzt nicht mehr ihre Religion ausüben. Für 5 Mark durften sie arbeiten und die Toiletten putzen. Dafür waren sie gut genug. Aber jetzt, wo sie eine Identität wollen, wartet mal, die Toiletten sind alle sauber. Jetzt müssen wir noch mal neu verhandeln. Ich habe nur ironisch kurz die Integration hier erklärt, die manche Leute uns anlasten. Und bei Allah, es gibt Leute, stimmt, die wollen keine Integration, aber es ist auch klar, aus welcher Richtung. Möge Allah so jetzt machen. Teil. Leute, die Juhal sind, darfst du nicht beurteilen wie Leute, die keine Juhal sind. Sheikh al-Islam, rahimullah ta'ala, hat einmal eine Unterredung gehabt mit einem von der Jahmiya. Diese Leute waren ganz üble Leute, liebe Geschwister. A'udhu billah. Das, was sie sagen, ist Kufr von diesem. So hat Sheikh al-Islam mit einem diskutiert. Und er sagte, der Koran wäre erschaffen. Dieser Mann von Jahmiyyah sagte, der Koran wäre erschaffen. Und wir wissen, alles, was mit Allah zu tun hat, was er sagt, wie er sieht, alles, was Name und Eigenschaft von Allah ist, ist nichts Erschaffenes. Alles außer Allah ist erschaffen. Aber alles, was mit Allah zu tun hat, in Verbindung gebracht wird, ist nicht erschaffen. Mafhum? Klar. Diese Leute haben was anderes gesagt. Was sagte Sheikh al-Islam zu dieser Person? Er sagte, hätte ich gesagt, was du gesagt hast, wäre ich ein Kafir geworden, weil ich darüber Wissen habe. Aber weil du das gesagt hast und unwissend bist, bist du entschuldigt. Habt ihr das verstanden? Was haben wir gerade gefragt? Ethnik, möge Allah Subhanahu ihn segnen und ihnen eine Frau geben. Hast du schon eine? Alhamdulillah, dann haben wir es getroffen. Selbst kein Problem, sag Amin. Manche haben Angst beim Pass. Er sagt, nee, ich bin schon verheiratet. Der hat Angst, dass wir ihn zeigen mit der Kamera. Aber früher hatten die Männer keine Angst vor ihren Frauen. Die Sache sieht jetzt etwas anders aus. Was haben wir Ethnik gefragt? Wer kann sich erinnern? Ha? Wer kann sich erinnern? Wir haben ihn gefragt über die Macht Allahs. Er hat gesagt, derjenige, der an der Macht Allahs zweifelt, ist ein Kafir. Trägst du das mit Aqida? Er sagte mit Aqida. Was, wenn er daran zweifelt, dann wird er ein Kafir. Warum? Weil er dieses auch gewusst hat. Im Übrigen auch die Leute, die rumgehen zu den Menschen und sagen, wer nicht betet, ist Kafir. Dann sagst du ihnen, ist das deine Ansicht? Ist meine Ansicht. Hast du das studiert? Natürlich. Der weiß nicht mal, wo er in welchen Büchern lesen soll. Aber auf jeden Fall. Wir nehmen das erstmal so hin. Er hat das studiert. Tayyip. Was, wenn er aufhört zu beten? Nein. Er ist entschuldigt. Weil er ist... Er ist ein Keks. Man muss ihn, darf ihn nicht brechen. Wallahi, so sind diese Leute. Möge Allah sich von uns bewahren. Abu Bara,
Tayyip. Ich habe jetzt von dir verstanden, es gibt einige Masail, es gibt einige Dinge. Wenn ein Muslim einen Fehler darin macht, obwohl das großer Kufr oder großer Schirk ist, dann heißt es nicht automatisch, dass er ein Kafir ist. Richtig die Aussage? Ja oder nein? Okay. Bei manchen trifft es zu, bei anderen nicht. Nochmal, wer entschuldigt? Hm? Wer entschuldigt? Wer entschuldigt? Wir oder Allah? Allah Azza wa Jalla. Abul Bara, eine Person sagt, ich zweifle an der Existenz Allahs. Ist er auch ein Jahil? Der ist ein Jahil, ein riesengroßer Jahil, aber niemals ein Muslim. A'udhu Billah, das ist hier nicht gemeint, dass jemand an der Existenz Allahs zweifelt. Existenz Allahs gehört zu den Dingen, die sogar zur Fitra gehören. Jeder weiß, dass Allah Azza wa Jalla existiert. Nicht das, wenn du sagst, ah, guck mal, da ist auch ein Jahil, der ist Muslim für mich, weil der ist so süß. Der hat gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob Allah existiert. Ich habe es ihm so abgenommen, mein Herz ist weich geworden. Er ist noch Muslim. Das ist nicht unsere Religion. Sondern wir reden über wen, die, wenn sie überhaupt eine Entschuldigung erfahren dürfen, diese Entschuldigung bringen. Über wen? Über wen? Über Muslime, die sagen, La ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah. Über keinen anderen reden die. Das heißt, wenn diese Basis nicht stimmt, dann gibt es überhaupt gar kein Gespräch. Weil diese Person niemals ein Muslim. Oder einer sagt, ich glaube, dass Allah existiert, aber ich zweifle an Muhammad. A'udhu Billah. Ist er Muslim? Niemand. Da gab es so einen Dummkopf, so der heißt Professor. Professor, möchte gern Professor. Sein Name war Muhammad, der ist konvertiert. Dann sagte er, ja, ich zweifle daran, ob dieser Muhammad existiert hat. Warum hast du dich Muhammad genannt? Aber das sind Leute, Allahu a'lam, wer sie sind, die zeigen sich, dass sie gelernt und studiert haben und zum Schluss rausbekommen haben, es gibt nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, nicht mal die Kuffar haben das gesagt, was du gesagt hast. In Mekka, wer hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Existenz abgeleugnet? Keiner. Keiner. Aber er macht das, ja. Deswegen passt auch vor solchen Scharlatanen, liebe Geschwister. Aber jetzt, eine Person, er beschimpft Allah oder den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagen wir, der ist entschuldigt? Ja oder nein? Sagt es mir. Nein. Wer ist dafür, dass er entschuldigt ist? Und wer sagt, dieser ist niemals entschuldigt? Richtig, weil diese Sache eine klare Sache bei uns in der Religion ist, liebe Geschwister. Die Beschimpfung Allahs, subhanahu wa ta'ala, ist ein Gebiet der Respekthoheit. Diesen darf keiner überschreiten. Wir reden natürlich jetzt über einen, der Allah beschimpft hat, während er nicht was betrübt oder benebelt war von Drogen oder sonstiges. Oder vom Dschinn besessen oder Zauberei oder dies. Das ist klar. Wir reden jetzt über einen Arten, der genau wusste, was er sagt. Dieser ist mit Sicherheit ein Kafir und verlässt damit die Regel. Diese Person, wenn er so stirbt und nicht wieder zurückkehrt, wird er für ewig in Jahannam landen mit Abu Jahl und Abu Lahab. Obwohl diese genau dasselbe gesagt haben wie er? Nein. Tayyip, passt auf jetzt. Ich möchte nur, dass ihr euch kurz konzentriert. Wer Allah beschimpft, und ich rede jetzt über ein islamisches Land, ja? Hallo Behörden, wir reden jetzt über ein islamisches Land. Wer Allah beschimpft, wird dazu aufgerufen, in einem islamischen Land zu bereuen. Yustatab, dass er bereut und zurückkehrt zur Religion. Wer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beschimpft, wird getötet, auch wenn er bereut hat. Haben wir uns versprochen? Ich wieder. In einem islamischen, ja? Sagt das laut, damit sie nicht sagen, die Mikrofons haben nicht so gestimmt. In einem islamischen Land haben wir nicht. Weil die sagen dir dann, oh, das war nicht so klar. Wer Allah beschimpft, wird zur Reue gebracht. Und wer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beschimpft,
wird getötet, auch wenn er bereut hat. Warum? Wer sagt mir? Tafat. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon tot ist und ihm nicht mehr verzeihen kann. Aha. Aha. Weiß jemand, der weiß Bescheid. Richtig, weil der eine wird fragen, warum in der Zeit vom Propheten gab es doch Leute, die haben ihn doch beschimpft. Er hat sie nicht töten lassen. Warum? Das ist sein Recht. Wenn er ihn vergibt, dann vergibt er ihn. Aber kann er ihn jetzt noch vergeben? Ja oder nein? Nein. Die Sache ist vorbei mit Vergebung. Deswegen, er wird nach der richtigen Ansicht, er wird zur Rechenschaft gebracht. Und die Reue ist zwischen ihm und wem? Und Allah. Wenn Allah will, nimmt er sie an. Wenn Allah nicht will, dann... Warum? Warum wird er getötet im Falle von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber nicht von Allah azza wa jalla? Warum? Richtig, aber was besitzt Allah azza wa jalla? Kann ihm überhaupt jemand einen Schaden zufügen? Wenn alle Menschen auf der Erde, die leben, Allah beschimpfen würden, würde das Allah einen Schaden bringen? Antwort nein. Aber wenn man Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschimpft, in der Zeit, wo er war, konnte man ihn schaden, ja oder nein? Natürlich. Und stellt euch vor, jemand sagt, okay, ich beschimpfe ihn, jetzt bereue ich. Dann beschimpfe ich ihn wieder, dann bereue ich. Jetzt beschimpfe ich ihn wieder. A'udhu billah. Damit gibt es kein Spiel. Das heißt, diese Person hat dann diese Rechenschaftsbekundung abgelegt und die Reue ist zwischen ihm und Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine gewaltige Stellung. Warum spreche ich dieses Thema an? Wer von euch ist Palästinenser? Okay, ich merke mich auch. Wer von euch ist Jordanier? Manche müssen sich mehrmals melden. Wer von euch ist Libanese? Okay, ich kann mich auch noch melden. Und wer von euch ist Syrer? Ein einziger Syrer? Subhanallah, und dann erzählt man uns, hier wären so viele Flüchtlinge. Die kommen auch nicht zu uns. Was will ich euch damit sagen? In diesen Ländern ist was bekannt und was berühmt, dass diese Leute wen beschimpfen? Allah azza wa jalla. Morgens, wenn sie aufstehen und abends, wenn sie schlafen. Wer Allah beschimpft, während er was? Was haben wir gesagt? Atil ist, das heißt zurechnungsfähig. Dieser ist ein Kafir geworden. Hier gibt es auch nicht, dass man sagt, guck mal, wir müssen da nochmal drüber reden. Was fühlst du so, wenn du das sagst? Hier gibt es nicht so ein Gespräch. Sondern diese Person ist klar ein Kafir geworden. Anders haben wir gesagt, wenn ein Muslim, der La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gesagt hat, einen was macht? Einen Fehler aus Unwissenheit. Oder er hat etwas falsch verstanden aus dem Koran und der Sunna und er will sich nur an diesen Büchern halten und sagt, doch, das muss doch so sein. Allah sagt das. Der Prophet, wenn er etwas falsch verstanden hat, dieser ist ebenfalls entschuldigt. Wer noch? Unwissenheit ist entschuldigt. Ta'wil, dass man etwas falsch interpretiert hat, ist entschuldigt. Der gezwungen. Bitte? Der gezwungen wird. Der gezwungen wird, sehr gut. Man sagt zu einem, wie zum Beispiel bei Ammar ibn Yasir radiallahu anh, so sagte man zu ihm, beschimpft den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er hat es getan. Aber hat ihm dieses geschadet? Nein. Warum? Weil er wurde dazu gezwungen. Wer noch? Bitte? Das ist klar. Nein. Sehr gut. Jemand, der im Zorn etwas sagt, was er nicht so meinte. Es gibt Leute, möge Allah so soll uns bewahren, die erreichen einen Grad vom Zorn. Wallahi, wenn du sie danach erinnerst, was sie gesagt haben, die sagen, hör auf, das zu sagen. Niemals habe ich das gesagt. Der war weg. Und deswegen sagt Allah so soll, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. In Surat Al-Baqarah, Allah wird euch nicht, obwohl es geht hier um Schwüre, aber das ist allgemein. Allah wird euch nicht für etwas zur Rechenschaft ziehen, was ihr unbedacht gemacht habt. Aber alles, was ihr absichtlich gemacht habt, darüber werdet ihr zur Rechenschaft gezogen. Barmherzig diese Religion, wallahi barmherzig. Stellt euch auch vor, ein Mann, ja, der ist so zornig. Ihr wisst, manche Frauen, die bringen einen zu Weißgut.
scheide mich, halbe Stunde. Bis er ihr sagt, du bist geschieden. Sie sagt, was hast du gemacht? Jetzt hat sie ihn wie einen Luftballon aufgeblasen, dann hat er zum Schluss seine ganze Luft bei ihr rausgelassen. Aber es war gar nicht seine Absicht. So, in diesem Fall ist die Scheidung gültig oder nicht? Nein. Nein, warum? Weil sie hat ihn zur Weißglut gebracht. Da wäre jetzt ein anderer Fall. Der Mann bringt seine Frau zur Weißglut. Und dann sagt sie ihm, du bist geschieden. Ist er geschieden? Warum nicht? Warum nicht? Na? Kein Anrecht zur Scheidung. Oh, du bist ja Patriarch. Er sagt kein Anrecht zur Scheidung. Richtig, die Frau darf nicht scheiden. Sie darf nur die Scheidung verlangen. Walhamdulillah hat Allah das in die Hand von wem gegeben? Von dem Mann, sonst wäre der Mann täglich 5-mal geschieden. Ich meine, ich könnte weitermachen, aber ich will nicht weitermachen. Ich hoffe, man hat einen Eindruck heute bekommen. Wer hat heute etwas Neues gelernt, inshallah? Alhamdulillah. Guck mal, ich fasse das alles in einer Minute wieder. Gibt es Entschuldigung bei Jahil? Ja. Für jeden? Antwort? Nein. Wir unterscheiden zwischen Leuten, die hatten die Möglichkeit, was sich anzueignen? Wissen. Die anderen haben überhaupt nicht diese Möglichkeit. Jemand, der in Mekka lebt, ist nicht wie jemand, der in Afrika lebt. Ist jeder entschuldigt, wenn er ein Jahil ist? Einer beschimpft Allah. Antwort? Hier gibt es keine Entschuldigung. Und deswegen, wenn ihr das erstmal gelernt habt, Alhamdulillah Rabbil Alamin, aber jemand sagt über sich, ich bin ein Muslim. Und dann sagt man ihnen, du hast eine große Sünde gemacht, beziehungsweise du hast etwas vom Kuffer oder vom Schirk gemacht. Er sagt, niemals würde ich sowas machen. Und dann erklärt man ihm, was er gemacht hat. Dann sieht er es ein, Alhamdulillah Rabbil Alamin, diese Person war kein Kafir. Warum? Weil er war Jahil über die Sachen gegeben. Und hier muss man auch Barmherzigkeit haben, wenn derjenige, der uns diese Religion gegeben hat, barmherzig ist. Der Barmherzigste ist, dann sollen wir keine Barmherzigkeit haben. Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Wir werden niemals vorher bestrafen, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Und das ist die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jalla, dass wir erstmal aufgeklärt werden und danach kommt die Abrechnung, nachdem wir was? Aufgeklärt wurden und keinen Beweis mehr vor Allah Azza wa Jalla haben. Wallahu ta'ala ala wa alam, subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.